Touristisch gesehen hat sich Lissabon vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan gemausert. Mehrfach gewann die Stadt den World Travel Award, ausgezeichnet als bestes Städtereise- und Kreuzfahrtziel. Neben zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten lockt Lissabon auch mit einer einmalig guten Küche. Sie ist deftig, aber preiswert. Fleisch, Gemüse, Reis, Bohnen, aber vor allem frischer Fisch kommen in unzähligen Restaurants auf die Touristenteller. Heute auch auf meinen. Und das ist eben das Entscheidende, diese schönen, tollen Preise. Hier kostet kein Fischgericht über, schau mal hier, über 10 Euro. Das ist super. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Selbst in der Mittagszeit brauchen wir hier keine Reservierung, zum Glück. Lissabon, wir lieben dich. Aber wir werden auf jeden Fall Fisch essen. Warum zeigt er uns jetzt Fotos ohne Preise? Wir haben eine große Auswahl. Fische, das ist gut. Wir haben Stockfisch, Schwertfisch, Sardinen. Das geht alles so schnell. Shrimps und Salat. Das ist unsere Standardbeilage. Okay, das ist eine Platte für zwei Personen dann? Ja, genau, eine Platte für zwei. Okay, gut. Das ist eine dieser Karten. Ihr seht es ja auch von der Rückseite. Da steht kein einziger Preis drauf. Gar nichts. Da schrillen bei mir schon die Alarmglocken. Also, frage ich lieber mal nach. Das hier ist der reguläre Preis. Ja. Und ich gebe euch das Ganze für 10 Euro weniger. Okay. Das ist natürlich toll. Er bietet mir hier im Prinzip das hier an, die Fischplatte, für 19 Euro pro Person. Das ist jetzt nicht ganz billig, aber ehrlicherweise für das, was hier drauf ist, ist es schon wieder günstig. Schaut mal. Wir nehmen das mal mit hier und bestellen es jetzt mal zweimal. Das wären 80 Euro plus ein paar kleine Getränke. Boah, da kommen wir hier unter 100 Euro raus. Ich bestelle zwei Fischplatten zu je 38 Euro. Das ist für Lissabon noch recht teuer, aber im Urlaub will ich mal nicht so sein. Und es gibt, wie in südlichen Ländern üblich, einen Gruß aus der Küche. Was ihr esst, werdet ihr bezahlen. Das ist Brot und Butter. Was ihr esst, bezahlt ihr. Wenn ihr nichts esst, nehme ich es später wieder mit. Eine offenbar kostenpflichtige Selbstbedienungsvorspeise steht vor uns. Wie teuer die am Ende wird, bleibt offen. So wie in der Jugendherberge die Frühstücksportion. So eine kleine Butter, so eine eingepackte Semmel. Wer weiß, warum die eingepackt ist? Ja, natürlich, weil wir sie bezahlen sollen. Ich reiß die jetzt mal auf, nur für Sie, damit Sie wissen, was aus Ihrer Rechnung am Ende wird, wenn Sie diese Kleinigkeiten hier in der Innenstadt von Lissabon mitessen. Das wird teuer. Weich ist die auch, aber darum geht's ja nicht. Ein bisschen Butter. Naja, Brot, Butter und ein bisschen Käse. Ach, so teuer kann das nicht werden. Also bitte alle zugreifen, wenn's denn schon da steht. So was steht auf dem Frühstücksbuffet in einem Ein-Sterne-Restaurant. Und es schmeckt auch so. Na gut. Ich würde jetzt denken, das Brot kostet. Oder was denkt ihr, die Butter kostet? Oder die Thunfischcreme oder Fischcreme, die es da gibt. Und wer lässt es schon stehen, wenn du auf deinen Fisch wartest? Du hast ja einen Hunger. Du willst schnell was haben. Und dann steht es halt hier und dann greifst du zu. Und wenn es weg ist, kommt ungefragt neues Brot hinterher. Das rühren wir jetzt nicht an, denn nach ein paar Minuten kommen unsere großen Fischplatten. Zusammen kosten die beiden 76 Euro. Und das sieht natürlich jetzt toll aus. Ne? Da ist ja alles dabei. Verschiedene Fischsorten. Reicht allemal für zwei, aber darum geht es uns auch gar nicht. Dass das jetzt hier 19 Euro pro Person kostet, das wussten wir. Und dabei wird es aber nicht bleiben. Danke. Der Fischhauptgang ist wie erwartet ein Genuss. Einfach lecker. Preislich erwarte ich eine Rechnung um die 100 Euro. Die zwei Fischplatten für 76 plus Getränke. Die große Frage, was kostet der kostenpflichtige Gruß aus der Küche? Wie viel Brot haben Sie gegessen? 8 Stück? Zweimal hattet ihr das, ja? Ich glaube, wir haben nur 6 gegessen, aber 8 stehen drauf. 8-mal Brot und 4-mal Butter. Das macht dann 134 inklusive Service. 134?
Ja, hier steht aber 121. Ja, das ist für den Service. Also das Trinkgeld rechnen Sie gleich drauf. Das wäre der Preis ohne Trinkgeld. Für alle, aber nicht für die Steuer, hä? Ja, für alle Kollegen. Schon klar. Die Rechnung lautet 121, er will aber 134 haben. Das bisschen Brot, Butter und Käse kosten am Ende 17 Euro. Plus Trinkgeld, das der Kellner freundlicherweise gleich mit draufschreibt. Sie machen ein günstiges Mittagessen zu viert auf einmal richtig teuer. Nur um es nochmal zusammenzufassen. Ne? Also gegessen haben wir eigentlich, und das werden Sie dann auch hier sehen, diese Quittung, für 80, 85, für 105 Euro. Eigentlich. Bezahlt haben wir jetzt insgesamt 134. Das ist ja schon ein bisschen was anderes. Und erstmal hat er sich ein Trinkgeld einverleibt. Einfach mal so, steht das hier so drauf. Machen wir von selbst in Lissabon. Und wir haben für Käse, Brot und hier diese Butterpäckchen insgesamt 17 Euro gelassen, meine Lieben. Und das ist zu viel. Das sollten Sie immer bedenken, wenn Sie in Lissabon essen gehen. Diese Kleinigkeiten, die machen am Ende den Preis so wahnsinnig hoch und treiben ihn in unverschämte Höhen. Andere Länder, andere Sitten. Ein kostenpflichtiger Gruß aus der Küche erscheint uns Deutschen als gefühlte Abzocke. Aber für den Kellner war es offensichtlich völlig normal. Die Frage ist, ist es das immer und überall so in Lissabon? Mit meinem Team gehe ich abends in der Innenstadt essen. In ein klassisches Touristenlokal. Zufällig ausgewählt. Hallo. Wir sind hungrig. Du bist hungrig? Sehr. Also willst du sicher was essen? Ich denke schon. Spezielle Angebote oder Fischplatten gibt es hier nicht. Deswegen bestellt jeder von uns, was er mag. Die Flasche Wasser, so eine Karaffe Hauswein und 4 Fischgerichte. Wir kommen hier jeder für 20 Euro raus. 80 zusammen ungefähr. Also, Entschuldigung, da geht's mir gut. Ich finde das toll. Für gutes Essen mit einem Weinchen. Schön, herzlich willkommen in Lissabon. Wenn da nicht die kostenpflichtige Vorspeise wäre, die auch in diesem Laden ungefragt und unbestellt den Weg auf unseren Tisch findet. Ups, was steht denn da auf dem Tisch? Wir erinnern uns an den Käse von heute Mittag. Ne? Da waren wir mit 5 Euro dabei. Das könnte richtig teuer werden. Das ist ja nun der berühmte mediterrane Gruß aus der Küche. Ah, mit Wasser noch. Super. Vielen Dank. Gerne. Damit es auch gut runtergeht und nicht im Hals stecken bleibt. Weil ich bin der großen Überzeugung, was uns gerade von seiner Kollegin auf den Tisch gestellt wurde, werden wir teuer zu bezahlen haben. So will es wohl die portugiesische Vorspeisentradition. Gerne. Weder der Chef noch die Kellnerin klären uns über die Kosten auf. Auch hier ist der Hauptgang schnell da und schmeckt zum Niederknien gut. Schlechtes Essen habe ich in Lissabon ohnehin nirgendwo finden können. Und jetzt die Rechnung bitte. 2 Bier, einmal das Fleisch, Fisch. Danke. Kann ich eine Quittung haben bitte? Nehmt ihr Karten? Eine Quittung habe ich nicht. Wenn Sie wollen, die Karte ja. Soll ich bar zahlen? Ja, wenn Sie es bar haben, würde ich das bevorzugen. Ich hätte gerne eine Quittung. Nein, ich habe leider keine Quittung. Das ist leider unmöglich. Wenn Sie wollen, zeige ich es Ihnen. Das Ding ist na kaputt. Wie viel? Ich fass mal zusammen. Wir haben 93. Darf ich das den Kollegen kurz zeigen? Schaut mal. Hier steht gerade, der Käse kostet 5 Euro, der Schinken kostet 8 Euro, das Brot kostet 2 Euro. Leute, wir sind schon mit 15 Euro dabei insgesamt dafür. Ist es okay? Ich zahle für Sie, wissen Sie. Am Ende sind es auch hier 17 Euro mehr für die Vorspeisen. Eine portugiesische Kostenfalle, die teuer werden kann, wenn man sie nicht kennt. Da rede ich gleich mit Ihrem Chef drüber. Okay, das ist für Sie. Sie haben einen tollen Job gemacht. Sie waren nett. Der Rest ist Trinkgeld? Ja, der Rest ist für Sie. Oh, danke. Vielen Dank. Danke Ihnen. Wir sind jetzt hier 100 Euro losgeworden. Es geht nicht um den Preis der Getränke und der Speisen. Wir haben 15 Euro bezahlt, meine Lieben, für den kleinen Gruß aus der Küche. Trinkgeld hat sie, hat das ja nicht verbrochen. Aber mit dem Chef sprechen wir jetzt gleich einmal. Kommt mal mit. Sind Sie der Chef? Ja, das ist gut. Obrigado. Danke Ihnen für das wirklich sehr gute Essen. Trotzdem glaube ich, dass Sie hier Touristen abzocken. Wollen Sie wissen, warum? Weil wir 17 Euro für Brot, Käse und Schinken bezahlt haben. Wir mussten. Und wir haben noch nicht mal eine Quittung bekommen. Was ist damit? Die Quittung? Kommen Sie mit.
Ich zeig dir, warum ich dir die Quittung nicht geben kann. Das ist kaputt. Es ist runtergefallen. Oh, was ist denn passiert? Aber glauben Sie nicht, dass, wenn Sie Ihren Gästen Brot und Käse, Schinken geben, dann... In allen Restaurants. Aber für 17 Euro? In allen Restaurants. Also alle Restaurants in Portugal, für uns Portugiesen. Ja. Wo auch immer du hingehst, bekommst du Brot, Oliven. In allen? In allen. Und die kassieren alle dafür? Wenn du es isst, bezahlst du. Wirklich, überall. In allen Restaurants, wirklich? Für uns Portugiesen ist das normal. Wir wissen, dass, wenn wir essen, auch dafür bezahlen müssen. Wir sagen das auch dazu. Wenn Sie essen, zahlt ihr. Ja, aber das ist es ja. Sie Portugiesen wissen das, wir Touristen nicht. Ich warne die Leute immer. Wenn ich es auf den Tisch stelle, sage ich, ihr zahlt, wenn ihr das esst. Aber ist das nicht schlimm, wenn man seine Gäste warnen muss? Ja, so muss es aber sein. Es geht nicht anders. Okay. Hat sie euch nicht gewarnt? Ich hab's jedenfalls nicht gehört. Aber keine Sorge, den Trick habe ich mitbekommen. Nein, 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 nein. Haben sie euch nichts gesagt? Nein, das hatte sie nicht. Vor unseren Augen bekommt die nette Kellnerin eine Standpauke. Das tut mir fast schon leid. Natürlich doof, wenn der Geschäft es jetzt auf die Angestellte abwälzt, ne, die Arme. Hey, sie hat das klasse gemacht. Sie war wirklich nett. Das sollte ihre Verantwortung sein, das wissen sie doch. You know that. Sie hat mir gesagt, dass sie gefragt hat. So, entschuldige mal. Dann sind wir mal ganz ehrlich. Es ist in Portugal üblich, den Gruß aus der Küche, das Brot, ein paar Oliven mit auf den Tisch zu stellen. Was selbst hier in Lissabon nicht üblich ist, keinem zu verraten, dass es fast 20 Euro kostet. Das, was wir gerade eben gegessen haben. Wir sind abgezockt worden, und zwar mit ein bisschen trockenem Brot, einer kleinen Portion Schinken und so einem Käse. Dafür haben wir, ich glaube es, nachweisen können Sie es ja nicht, um die 17, 18 Euro bezahlt. Sollten Sie einen Urlaub in Lissabon planen, dann gehen Sie bitte essen. Es ist hier köstlich. Nur einen Tipp möchte ich Ihnen mit an die Hand geben. Eigentlich ist sowas ja ein nett gemeinter Gruß aus der Küche. Ja, also mit ein bisschen Brot und ein bisschen Butter, nicht in Lissabon. Wenn Ihnen sowas hier in dieser Stadt ungefragt auf den Tisch gestellt wird, ohne dass Sie es bestellt haben, dann werden Sie dafür zahlen müssen. Und nicht zu wenig. So ein Päckchen Butter ist schnell mal bei 2 Euro. So eine eingepackte Semmel, Sie sehen ja selbst, wie es aussieht, nicht unter 1 bis 1,50 Euro. Was angefasst wird, muss auch bezahlt werden. Bitte merken Sie sich das, damit Sie nicht schon vor der Vorspeise bis zu 20 Euro für 4 Personen los sind. Ein schön teurer Spaß als Gruß aus der Küche. Das war mein Trip nach Lissabon. Ich bin mir sicher, mein letzter war es nicht. Obrigado. Danke. Ob Sie nur für ein verlängertes Wochenende oder mit der Familie auf der Rückfahrt von der Algarve oder gar vom Kreuzfahrtschiff kommen, Lissabon heißt Sie immer herzlich willkommen und ist vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, wie wir gesehen haben, eine sichere Stadt. Ich habe nicht mehr viel Zeit hier leider. Weil auf uns wartet schon die nächste europäische Metropole.